Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Vlog der Videoreihe Drone in the Fairy Africans. Ich bin noch gerade im Bett. Ich bin gerade, 10 Minuten oder 15 Minuten wach geworden. Ich bin nur noch ein bisschen müde. Ich bin wach geworden von diesen Füllgeräuschen und dann halt auch jede Menge Autos fahren hier vorbei, Motorräder und was weiß ich alles. Und wir haben gerade mal 7:36 Uhr. Ist ja eigentlich vollkommen okay. Ich bin 4 Uhr ins Bett gegangen. Na gut, 3 Stunden wieder geschlafen. Ist okay. Und heute werden wir den Tag beginnen. Ich werde gleich erstmal was frühstücken gehen. Und dann langsam duschen gehen. Und dann gucken wir, wie der Tag sich entwickelt. Heute denke ich mal, auf jeden Fall gehen wir zum Strand. Dann dachte Chris, wir wollten noch irgendwie shoppen gehen, Ventilator kaufen und dann gucken wir mal, was wir noch so Schönes machen. Aber ich denke mal, wir werden auch heute mal die Drohne starten. Das denke ich mal, kriegen wir mal hin. Ja, dann werden wir den Tag jetzt langsam mal starten, damit wir hier mal was erreichen. Frühen Morgen zu duschen, gerade wenn es hier so warm ist, einfach mal perfekt. Ich habe gerade eben mit dem Chris mal in der Zwischenzeit vor dem Frühstück mal die Zeit genutzt, zum Strand zu gehen, weil ich wollte am Strand mal sehen, wie er aussieht. Und ja, sieht wirklich sehr schön aus. Und es gibt ein paar Stellen, die nicht so schön aussehen, aber das fast an jedem Strand aussehen beginnt die Saison erst. Nur der Strand war leergefegt, also waren ganz, ganz wenige Leute, vielleicht 2 Leute am Strand, also keine große Anzahl, dass man sagen müsste, es war jetzt viel. Aber man sollte auch wirklich nicht draußen die Sonne verschätzen, weil die ist sehr stark hier. Immer schön eincremen und passt halt. Aber wir genießen jetzt erstmal unser Frühstück und ja. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen raus, wir beide hier. Wie heißt, what's safe, the name? Safe. Und wir dachten mal, wir machen mal ein paar Aufnahmen aus einer anderen Perspektive. Deswegen würde ich sagen, ready for take-off mit der Drone. Dann würden wir mal sagen, let's go. Es ist einfach unglaublich, was diese Luftaufnahmen hergeben. Der Strand am Indischen Ozean hier, Kifi Country, ist wirklich ein Traum. Also ich war eben faszinierend, wo ich diese Aufnahmen selbst mir angeguckt habe. Ihr habt sie ja gerade schon gesehen und es ist einfach faszinierend, was man so eine Drohne alles für schöne, schöne Aufnahmen machen kann. Aber ich möchte ja gleich mal ins Wasser gehen am Strand. Aber erstmal wird jetzt gleich was gegessen und danach geht es
Dreck am Strand, dann wird man ins Wasser reingelaufen, ein bisschen ins Wasser geschwommen im Indischen Ozean und das wird auch sehr viel Spaß machen, gerade im Wasser, unter Wasser mal ein paar Aufnahmen zu machen. Das wird bestimmt auch was Schönes und ja, dann nehme ich natürlich weiter mit. Zum Strand nehme ich mal die Schuhe. So, ich habe mich jetzt eben nochmal frisch eingecremt mit der Sonnencreme und natürlich auch heute das erste Mal halt meine Cappy. Und jetzt stehe ich hier kurz vorm Strand und diese Impression möchte ich mit euch gemeinsam teilen. Und dann bewege ich mir die Kamera jetzt mal einmal um 360 Grad und dann seht ihr den schönen Indischen Ozean. Und dann genießt ihr das schöne Wasser und sonst einfach am Strand. Und dann würde ich sagen, genießt einfach die schönen Einblicke. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Ich bin einfach nur fasziniert von dem Strand. Es ist einfach unglaublich, wie schön dieser Strand aussieht. Es gibt ein paar Ecken, wo ein paar Algen dran sind, aber das kann man auch hinwegsehen. Dennoch sieht es einfach nur faszinierend aus, wie schön dieser Strand aussieht. Und ich sonne mich jetzt ein bisschen und dann geht es natürlich auch ins Wasser. Don't break the rules, just follow the law, all in a circle. Oh baby, I'm proud of you, tell me why your hands are purple. Don't break the rules, just follow the law, all in a circle. Ich bin gerade schon auf dem Weg wieder zurück zum Haus und ich kann nur sagen, vom Strand war ich sehr, sehr, sehr faszinierend. Der Indische Ozean ist extrem, extrem warm, das kann ich euch nur sagen. Die Sonne geht hier gerade langsam schon unter und es ist einfach faszinierend, wie wunderschön warm es ist. Es sieht einfach schön aus, das Wasser, also kann man nichts sagen. Der Strand hat ein paar Algen, aber das kann man ja hinwegsehen und ja. Das war es eigentlich vom heutigen Tag. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Es waren viele Luftaufnahmen der Drohne dabei, aber auch Unterwasseraufnahmen mit meiner GoPro und mit meiner Vlogkamera. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn das so ist, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, um keine weiteren Videos zu verpassen. Könnt ihr mich abonnieren, um auch nichts zu verpassen, um auf die nächsten Vlogs zu warten. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Waking up the streets, flowing with meat. The moon is red, world's hot, like in a city. Wait, the lake, let's hunt.